Gut, dann legen wir los. Also in diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend hier zu Trading am Sonntag, an diesem 9. Juni 2024. Ja, nächste Woche würde ich sagen, alle Augen auf die Fed. Das wäre vielleicht auch so ein Titel, den wir vielleicht auch auf das Thumbnail bei YouTube schreiben könnten. Und zuvor allerdings trotzdem jetzt nochmal die Risikohinweise zu berücksichtigen, die jetzt gerade eingeblendet sind, sowie auch die Offenlegung und unser Start jetzt gleich wieder mit dem Wirtschaftskalender, wo das ja dann nochmal ganz genau angeführt ist. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Also erstmal natürlich EU-Wahlen heute, die sind natürlich jetzt auch noch ein Thema, was natürlich Anfang der Woche noch vielleicht auf die Börse Einfluss nehmen könnte. Steht auch im Kalender drin, allerdings am Sonntag, der jetzt hier gerade nicht eingeblendet ist. Ich gehe jetzt aber trotzdem jetzt nicht ganz so groß davon aus, dass es irgendwelche Marktbewegungen wegen der EU-Wahl geben wird. Also wenn es was gibt, dann vielleicht eine leichte bei der Markteröffnung morgen früh, aber ich denke jetzt nicht, dass das ein großer, weil es läuft ja, was jetzt so an Ergebnissen schon gesehen hat, eh alles so ab wie erwartet. Also das heißt, ich denke eher mal nicht, aber es ist trotzdem natürlich zu Beginn der Woche natürlich das, was die Nachrichten vielleicht auch ein bisschen dominieren wird. Und in weiterer Folge haben wir jetzt auch dann morgen noch am Montag, am 10.06.2024, damit in der Nacht noch in diesen Montag hinein die Bruttoinlandsproduktdaten Japans. Den Yen müssen wir auf jeden Fall heute nochmal genauer anschauen. Dazu dann gleich später mehr. Und jetzt gehen wir weiter zum Dienstag. Das ist der 11.06.2024 und da im Fokus. Es ist nicht viel, es geht erst am Mittwoch los, aber da zumindest jetzt die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien könnte das Pfund ein bisschen bewegen, ansonsten ist aber auch hier nichts im Kalender, was wir jetzt groß berücksichtigen müssen und dann sind wir schon im 12.06. im Mittwoch und da wird es dann natürlich um einiges spannender, allerdings vor allem am Abend, wenn dann die Zinsentscheidung von der Fed kommt. Zuvor allerdings auch der Kalender durchaus voll, da haben wir erstmal auch Bruttoinlandsprodukt aus Großbritannien, also auch da ein bisschen achten auf das britische Pfund und wir haben dann aus Europa ansonsten allerdings nichts. Am Nachmittag allerdings, bevor die Fed kommt, nochmal die Verbraucherpreise, die normalerweise natürlich durchaus interessant sein könnten, aber jetzt wohl nichts mehr an der Zinsentscheidung da beeinflussen werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, weil das schon berücksichtigt sein wird. Aber trotzdem, die Veröffentlichung kommt, wenn die jetzt irgendwie überraschend ausfiele, könnte man vielleicht wieder doch denken, vielleicht gibt es irgendwas am Abend, weil die Erwartung ist ja, dass 5,5% bleiben. Und ich denke mal, das ein bisschen vielleicht schon das Ergebnis sollte doch eine Abweichung sein, dass das gespoilert sein könnte, ein bisschen durch dementsprechende Inflationszahlen. Also da vielleicht ein bisschen Bewegung möglich, aber es kann auch sein, dass einfach alle sagen, so ja, es waren jetzt die Inflationszahlen, interessiert uns natürlich sonst sehr, aber heute nicht so, weil wir heute halt dann doch auf den Abend und auf die Fed warten. Und letzten Endes kommt da ja vieles mehr, auch noch die ganze Fed-Konjunkturprognose, auch dann die Pressekonferenz um 20.30 Uhr und da wird es wohl dann auch tatsächlich spannend werden. Wir werden nächsten Mittwoch dann am Abend um circa 21 Uhr wieder unsere erste Ausgabe von Wall Street Heartbeat in dieser Woche haben. Wir schieben es wieder ein bisschen in die zweite Wochenhälfte und werden in diesem Fall am Mittwochabend melde ich mich dann zum ersten Mal, also die erste Mal Funkstille dann bis Mittwochabend. Ich werde auch weniger traden. Ich werde auch das wieder diese Woche ähnlich machen wie die letzte, eher das Trading auf die zweite Wochenhälfte verlegen. Wenn es da am Ende die Chancen gibt, natürlich es gab letzte Woche gar nicht dann so viele Chancen, muss man ehrlich auch gestehen, aber trotzdem so ein bisschen doch den Fokus auf die zweite Wochenhälfte legen und das möchte ich auch mit den Videos machen. Also erste Wall Street Heartbeat irgendwann nach oder während der Pressekonferenz recht spät und dann gehen wir in den Donnerstag, das ist dann der 13.06. und da haben wir gleich in der Nacht dann einige Daten noch aus Australien und zwar die Arbeitsmarktdaten, die natürlich den australischen Dollar ein bisschen bewegen könnten. Wir haben dann vormittags aus der Eurozone nichts wirklich Großartiges und nachmittags auch nichts, aber ich werde trotzdem an diesem Nachmittag auch nochmal eine ganz entspannte Wall Street Heartbeat Episode machen, also anstatt montags, sei denn es gibt jetzt morgen irgendeine große Bewegung, dann schiebe ich die natürlich in den Montag spontan. Aber ansonsten habe ich mir eher gedacht, so nach der Fed, es ist ja doch so, dass dann ja schon der Markt zumacht und dann der Tag nach der Fed auch oft mal interessant sein kann. Also ich denke, da könnten wir auch einige interessante Setups noch finden, vor allem auch deshalb, weil ich mir auch wieder denke, wenn das so spät am Abend natürlich die Fed immer ist und spät am Handelstag auch ist, dass natürlich auch oft gewisse Daily Closes erst entscheidend sind und gewisse Signale erst mit Mitternacht dann für den nächsten Tag erst entscheidend werden. Und ich denke, dass dann deswegen auch der Donnerstag nochmal interessant sein könnte für eine Follow-up-Analyse auf die Fed. Und dann kommen wir schon zum Freitag, das ist dann der 14.06. und da haben wir in der Nacht hinein eine recht ruhige Asia-Session, allerdings am frühen Morgen dann der Zinsentscheid aus Japan. Also auch das kann natürlich nochmal ein großes Thema werden. Japanischer Yen ist natürlich bei Zinsentscheiden jetzt oft jahrelang
nicht wirklich interessant gewesen. Jetzt in letzter Zeit dann oft doch wieder ein bisschen, wo dann zum Beispiel vor einiger Zeit diese Intervention war. Und natürlich auch, wenn man sich berücksichtigt, wie sich der Yen so die letzten Monate und eigentlich auch Jahre bewegt hat, ist natürlich jetzt jeder Zinsentscheid wieder ein bisschen interessanter. Vielleicht mache ich meine Freitagsepisode etwas früher. Sollte sich hier eine entspannte, aber eine interessante Sache ergeben, dann gibt es vielleicht eine Frühausgabe. Ansonsten werde ich den dritten Wall Street Habit nächste Woche auch in den Nachmittag widerlegen oder in den Mittag legen, so eine kleine Vorwochenendanalyse. Aber das wird das Highlight sein, auf jeden Fall an diesem Freitag. Handelsbilanz aus diversen europäischen Staaten und auch aus der Eurozone ebenfalls um 11 Uhr vormittags zum Beispiel hier auch ein kleiner Punkt noch im Kalender. Natürlich auch die Importe und und Exportpreise aus den USA um 14.30 Uhr könnte noch ein Thema werden. Aber wenn jetzt bei der Zinsentscheidung nichts Großartiges kommt, denke ich, dass es ein ganz entspannter Freitag wird, vom Kalender her gesehen. Wenn es aber hier interessanter werden sollte, könnte sein, dass das sich am Ende noch so zu einem zweiten Highlight herausstellen könnte nach der Fed-Entscheidung am Mittwoch. Und jetzt auch gleich der Sprung in die Charts. Und ich würde auch vorschlagen, wir fangen gleich mal mit dem US-Dollar an und mit den Indizes, weil die werden natürlich jetzt auch im Fokus stehen nächste Woche. Und erstmal von der Sache selbst her. Wir hatten wieder so eine Achterbahnfahrt im Euro-USD in den letzten Tagen und auch vor allem am Freitag. Aber es war zunächst so, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen kann. Also wir hatten, wenn man jetzt Euro-USD auf Tagesbasis anschaut, ja vor einiger Zeit so das Gefühl gehabt, dass hier irgendwie der Euro vielleicht oben aus dieser Range rausbrechen könnte. Der ist es auch ein bisschen. Bei der EZB, dann hatten wir auch das Gefühl, jetzt kommt er wieder, aber es war nicht der Fall. Er hat diesen leichten Gewinn wieder vermasselt. Und dann am Donnerstag hatten wir es versucht, also ich möchte es mal hier ein bisschen eins sein, auch wenn es jetzt nichts viel bringt, weil es kein wirklich tradebares Setup jetzt in dem Sinne ist, aber trotzdem hier so dieser leichte Fehlausbruch, dann am Donnerstag nochmal getestet und am Freitag dann bei der NFP-Dollar-Stärke und runter. Die NFP-Bewegung selbst, die wir dann hatten, war eigentlich sehr deutlich. Es ging in eine Richtung, zack, Dollar-Stärke und dann ging es weiter, aber nicht mehr viel, 30 Pips. Also das heißt, ein direktes Einsteigen nach der NFP hat wenig Sinn gemacht, rein Risk-Money-Management technisch, weil wenn ich jetzt wirklich so einen Short hier gemacht hätte, zum Beispiel nach der ersten M15, dann hätte ich einen Stopp eigentlich müssen da drüber setzen, 70 Punkte entfernt, und natürlich hätte ich große Erwartungen haben können, aber am Ende wären es nur 30 geworden. Also das heißt, das bringt uns erstmal nichts. Was aber auch der Fall war, ist natürlich, dass wir auch in dieser ganzen Support-Zone hier waren, und jetzt wird es natürlich so für kleinere Setups eventuell doch interessant, wenn ich jetzt nochmal hier kurz darauf hinweisen darf, dass wir hier den 50er Daily hatten, wo wir beim letzten Mal nicht drunter waren, jetzt aber schon. Und jetzt noch in den H4 schaue und sehe, dass wir allerdings aus H4-Sicht noch nicht unterhalb von diesem 1,08er-Bereich gekommen sind. Das waren auch hier Widerstände noch im Mai, also zumindest kurzfristiger gesehen. Wir sehen auch, das geht jetzt wirklich, hier ist H4-Chart, das geht jetzt wirklich nur ein paar Wochen zurück. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir jetzt, wenn wir weiterhin Kurse unterhalb von so ungefähr 1,097 sehen, dass wir da zumindest ein bisschen Möglichkeiten hätten, so in die 1,027er zu fallen. Das ist nicht viel, aber es sind halt auch so vielleicht 60, 70 Pips, wo man den einen oder anderen Trade dann auch basteln könnte im kurzfristigen Sinne. Aber den H4-Ausbruch, den würde man brauchen. Also vielleicht ein bisschen hoch noch wäre schön vorher, dass der Support nochmal bestätigt ist und dann vielleicht im Laufe des Tages morgen runter. Dann würde ich bei dem H4-Close drunter eventuell auch mal kurz die Shortkarte ziehen, weil wir dann zum Beispiel runterschorten könnten, auch diesen 50er im Nacken natürlich runterschorten könnten, auf den Bereich von ungefähr 1,027. Dort eine Teilschließung machen, Stopp nachziehen können. Wenn er weiterfallen sollte, sind wir dabei, und das wäre dann vielleicht auch früh in der Woche die Möglichkeit, einen Trade einzugehen auf Dollarstärke, wo man einfach den Stopp halt danach zieht, und wenn bei der Fed was rauskommt, ist gut, und wenn bei der Fed nichts rauskommt, dann, also nichts aus Dollarstärken-Sicht rauskommt, dann fliegt man halt wieder Break-Even raus, aber hat vielleicht schon eine Teilschließung. Weil ähnlich erging es mir auch letzte Woche im US-Dollar-CHF. Im US-Dollar-CHF, das war so mein Kandidat für einen schwachen Dollar gewesen zunächst, und ich hatte da erstmal eigentlich ganz nett den Einstieg hier mit dem Triple EMA H4, und am Ende, wie wir sehen, ist ausgestopft worden, keine Frage, aber das war auch der Punkt, weil ich habe mal gedacht, gut, jetzt haben wir einerseits die NFP, dann haben wir andererseits die EZB, also wir haben zwei Ereignisse, die in irgendeiner Form den Dollar betreffen können, natürlich die NFP in erster Linie, als amerikanische, US-amerikanische Veröffentlichung, aber natürlich auf der anderen Seite natürlich EZB, wenn man an den Euro, USD und an das wichtige Währungspaar und an die Gewichtung des Euros im Dollarindex denkt, natürlich, dann ist natürlich auch die EZB-Entscheidung etwas, was natürlich den Dollar beeinflussen kann. Und mir habe auch gedacht, gut, was soll ich oder wie soll ich das jetzt traden am besten? Und da habe ich auch natürlich geschaut, dass ich früh in der Woche in so einen Trade reinkomme, wie jetzt gerade im Euro-USD beschrieben, dass ich in einen Short reinkomme. Es muss ja nicht sein, dass der Dollar schwächer wird, aber das ist halt einfach das Setup gewesen. Wenn es klappt und wenn der Dollar wirklich schwächer wird, sind wir dabei. Wenn nicht, geht nicht viel verloren oder vielleicht auch gar nichts. Und die Sache war dann halt die, man geht dann halt in so einen Fall rein mit 35 Pips früh in der Woche, dann kommen irgendwann die Daten und dann sind wir auch mal kurzzeitig vielleicht mit 5
50 vorne gewesen, was aber entscheidend ist, also am Ende aus der ganzen Geschichte nichts geworden ist, war es ein Break-Even-Stop-Out und das, oder ein leichtes Plus sogar. Und am Ende, ja, am Ende war es ein Versuch wert. Also so kann man auch News traden, weil es ist ja auch so, entweder man gewinnt was oder man verliert was. Und in diesem Fall ist es dann immer so ein bisschen wie, entweder man gewinnt was oder man verliert nichts. Und das ist dieses vorausschauende Trading. Und vielleicht, möglicherweise könnte ich mir vorstellen, morgen oder Anfang der Woche auch im Euro-USD was aufzubauen. Diesmal wäre es dann halt auf Dollarstärke. Wenn der Dollar stark wird, habe ich hier eine recht risikoarme Chance. Und wenn der Dollar stark werden sollte, dann ist möglicherweise auch gar nicht viel verloren, weil der Trade oder der Stopp vielleicht schon nachgezogen ist, vielleicht sogar schon ein Kursziel erreicht worden ist. Also das heißt, Kandidat für Dollar Long eventuell tatsächlich heute sogar, diesmal sogar der Euro-USD. Beim britischen Pfund USD ein bisschen vorsichtiger sein, weil da halt andere Daten noch reinfunken werden nächste Woche, wie wir auch im Kalender gerade eben gesehen haben, weswegen ich mich da ein bisschen zurückhalten werde, jetzt erstmal was die Dollarentscheidungen betrifft. Wir sind auch hier auch in einer Range drin. Es sieht zwar ähnlich aus, aber vom Setup-technischen her, gerade wenn man jetzt auch den Bruch dieser letzten Tiefs sieht, da haben wir jetzt so eine Art von Äquivalent zu dem hier, also wenn man sich das nochmal anschaut, das ist im Britisch und USD ungefähr dasselbe, aber da sind wir noch um einiges weiter entfernt, weswegen wir auch ganz deutlich sehen, für einen Dollar Long, also einen Short mit Währung, die vorne steht, ist der Euro-USD wohl ein besserer Short als Britisch und USD. Ließe sich auch vielleicht belegen, wenn man sich einfach den Euro-GBP anschaut, weil da sehen wir nämlich auch, dass wir letzte Woche mit dem Freitag vor allem rund unten raus sind, also Euro auf jeden Fall deutlich schwächer als das britische Pfund, kann sich natürlich aufgrund diverser Wirtschaftsdaten die nächste Woche kommen wieder ändern. Die EU-Wahl hat vielleicht auch einen Einfluss, man weiß es nicht. Also wir haben durchaus Sachen am Kalender, die diese beiden Währungen betreffen. Aber trotzdem, wenn man berücksichtigt, wie das jetzt war, wir sind vor einiger Zeit im Euro-GBP runtergekracht, deutlich runtergekracht auf diesen Support. Ich zeige nochmal, das ist dieser Support gewesen, der uns hier im Jahr 2024 jetzt schon längerer Zeit gehalten hat, auch im 23er Jahr und auch überhaupt ein Tief ist, wo so tief waren wir schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und an diesem Support, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, in den Tageschart mit etwas mehr Vergrößerung. Wir sind ja ziemlich mit Karacho eigentlich heruntergekracht und seit einigen Tagen jetzt, als wir hier noch Ende Mai zum ersten Mal hier rauf sind, sind wir hier seitwärts gelaufen, hatten sogar einmal hier, das war am 29.05. versucht sogar nach unten durchzubrechen, aber es hat gehalten, dann ging es sogar wieder höher, aber Bodenbildungsbruch war es auch keiner, also auch hier wirklich in dieser Range auf tiefen Niveau drin gewesen und am Freitag ist halt das geglückt, was am 29.05. nicht geglückt ist, und zwar drunter zu kommen und auch drunter zu bleiben, also mit anderen Worten drunter zu schließen. Und das hat für die Wochenkerze jetzt natürlich auch den Effekt, dass auch der Weekly Close hier so tief ist wie schon seit lange nicht mehr und natürlich so ein bisschen Ausbruch hier natürlich stattgefunden hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wenn ich jetzt hier nochmal auf den längerfristigen Chart schaue, auf den Monatschart schaue beispielsweise und jetzt vielleicht auch tatsächlich mal kurz versuche hier, wenn er mich lässt, ne, lässt er mich oder nicht. Ich möchte nur kurz die Indikatoren mal rausnehmen. Ich komme hier, hier geht's. Moment, ich hau die kurz mal raus hier. Die Pivot Points, die sind uns jetzt im Weg. Und vielleicht auch ein paar von diesen ganzen Linien, die ich hier habe. Kommen wir mal ein paar raus hier. Kurz, dass man die Analyse ein bisschen schöner sehen. Aber was ich hier raus möchte, ist, dass wir jetzt natürlich einen Support gebrochen haben, aber in dieser großen Seitwärtsphase, die sich zurückspannt bis ins Jahr 2015, da sind wir immer noch drin. Und das heißt natürlich, wenn wir das jetzt hier im Wochenchart nochmal genauer zeigen, jetzt sieht man es auch schön, wir sind jetzt hier frisch rausgebrochen, Bollinger Bands würden aufgehen und ich hätte jetzt natürlich bis zu diesem Support, der absolut realistisch ist, weil das war ein Bereich, wo wir die letzten Jahre immer wieder mal waren, also so im Bereich von 83,30 herum, das könnte so ein Ziel sein. Und da bin ich jetzt aktuell ungefähr 150, 160 Pips davon entfernt. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese Hochs der letzten beiden Wochen so als Abprallhochs für den Stopp nehme, was ja auch, wo ich sagen kann, gut, wenn jetzt hier wieder drüber kommen würde, so über 85, 50, dann müsste ich schon davon ausgehen, dass aus diesem Short vielleicht nichts wird und es nur ein Fehlausbruch war. Also ein Stopp, der auch außerhalb der Kurse sitzt, ein Stopp, wo ich auch weiß, wenn er kommt, dann werde ich mich natürlich nicht freuen, aber auch nicht ärgern. Und dieser Stopp, von dem ich hier spreche, der ist gerade mal 60 entfernt. Also ich habe hier ungefähr ein 3:1 CRV mit einem recht großzügigen Stopp, aber trotzdem mit einem sehr realistischen Kursziel, wo ich auch mit knapp 3:1 zum Beispiel eine Teilschließung machen kann und auf der anderen Seite dann auch, wenn es wirklich zum Bruch oder zum Anlegen an diesen Support hier unten kommt und der ein bisschen drunter geht, auch ein Trade offen habe, weil eins ist auch wieder gewiss, sollten wir hier runterkommen und sollte der Ausbruch tatsächlich geschehen, was gar nicht sein muss, kann auch sein, dass er unten wieder abprallt und diese Range natürlich, die er jetzt hier seit bald 10 Jahren hat, fortfährt. Aber sollte er den Ausbruch machen, wird gerade vielleicht auch deshalb, weil dieser Support natürlich so bedeutend ist, ein
Short-Ausbruchstrade auch schwierig werden. Und hier hätten wir halt einen Vorteil, hätten wir halt einen Trade schon drin und auch wieder vorausschauend gedacht, hätten einen Trade schon drin und könnten den einfach dann laufen lassen, Stopp nachziehen. Und wenn er fällt, fällt er. Und wenn nicht, dann war es beim Versuch geblieben. Aber der hätte uns dann nichts extra gekostet. Also das wäre so die Überlegung dafür, um jetzt ein bisschen den Bogen auch zu einem anderen zu spannen. Aber gehen wir jetzt gleich weiter zu den Yen-Bar nochmal schnell. Auch bei den Yen-Bar natürlich ein interessanter Punkt für mich am Freitag, als wir Wall Street Hardware noch gesagt, grundsätzlich der Wiedereintritt jetzt beim US-Dollar-Yen, dass wir der ist tatsächlich geglückt. Und es war ja so, dass auch dieser Bereich hier, das geht jetzt auch hier im H4-Chart einige Zeit zurück, so dieser Bereich um die 56,50 herum. Das war immer wieder kurz mal Widerstand, auch mal Support zeitenweise. Ich kann es auch im Tageschart zeigen, da war noch so ein anderer Bereich hier unten, von dem wir jetzt hier abgeprallt sind. Aber grundsätzlich hier im Tageschart sieht man ja auch, es ist nach wie vor ein Aufwärtstrend. Es gibt immer wieder mal so kleine Dämpfer, zum Teil auch größere Dämpfer. Und wenn wir beim US-Dollar-Japanisch-Yen ja eins gesehen haben in der letzten Zeit, war ja so, dass oder zwei Sachen waren es eigentlich, die wir gesehen haben. Eine Sache, das war, dass oft wirklich schöne Trends waren, vor allem in die Long-Richtung. Wir haben aber auch gesehen natürlich, dass es Gegenbewegungen gab, also auch da schöne Trends. Das ist immer noch die erste Sache, schöne Trends in die andere Richtung, wenn es mal short ging. Das aber eher dann in den kleineren Timeframes natürlich. Aber was wir als zweites tatsächlich auch gesehen haben, ist, wenn der mal so richtig düster aussieht, dann kriegt er oft schneller mal als gedacht wieder ein Comeback. Und das war ja auch hier. Hier sah er düster aus, kam sein Comeback, aber dann ging es doch wieder zurück und jetzt geht es doch wieder nach oben. Also ich kann immer noch nicht so hundertprozentig sagen, na, das wirkt nicht so, so bearish für mich wie jetzt vielleicht wie im ersten Moment. Und auf der anderen Seite kann man dieser Bullishness vielleicht auch ein bisschen Raum schenken. Weil auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt wieder im H4 anschaut, dieser Widerstandsbereich bei 1,5650, hier kurzen Widerstand gewesen, Support, 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 dann nach dem Bruch auch nochmal schön getestet und dann abgestürzt. Also auch hier im Zuge des Fallens auch wirklich Berücksichtigung gewesen. Hier dieser Docht reingekommen, hier dieser Docht reingekommen, dann nochmal zurückgefahren und dann durchgekommen, jetzt wieder nach oben und wieder Support gefunden. Und es zeigt schon, dass hier eine gewisse charttechnische Zuverlässigkeit und ein gewisses Wechsel an Käufern und Verkäufern genau in diesem Bereich stattfindet, weswegen ich natürlich, wenn ich hier trade, meine Trades gerne dann um so eine Sache plane. Das kann zum Beispiel natürlich auch ein Short sein, für den Fall, dass er wieder hier runterkommt, also dass das ein Fehlausbruch war. Also Shorts, wenn diese Marke wieder unterschritten wird. Das ist mal so rein jetzt für die offene Trade-Planung für jeden von euch. Aber aus jetziger Sicht, wo wir drüber sind, wir haben es bei Wall Street Hardbeat gesagt, wenn es drüber ist, könnten wir uns überlegen, eventuell nochmal den Test zu nehmen. Wenn man den Test nimmt, oder genommen hat, dann ist man auch nochmal vielleicht 22 Pips ins Plus gekommen in dieser Woche am Ende, aber es war natürlich auch nicht so viel. Andererseits, es ist im Tageschart auch ein Bruch, deutlich zu sehen, auch mit diesen paar Hochs, die hier gemacht worden sind. Hier sieht man auch, dass hier diese Tiefs teilweise passen, also dieser Widerstand funktioniert auch hier, wenn man verlängert sogar, geht noch ein bisschen zurück, also der funktioniert auch im Tageschart ganz gut und da haben wir jetzt auch den Daily Close erst drüber bekommen, könnte auch auf dem Retest rauslaufen beispielsweise, dass man das nochmal am Montag testet, mit einem knappen Stopp drunter, also beispielsweise, wenn man es ganz knapp stoppt, vielleicht so 56,15 herum, da sind wir so bei 40 Pips und dann hätte ich bis zum Hoch hier rauf, was wir noch vor einigen Tagen hätten, schon wieder 105. Aus Wochenchartsicht, bisschen schwieriger, aus Wochenchartsicht, aus der Wochenkerze kann ich gar nichts lernen, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich aus der wirklich lernen kann und auch sagen kann, gut, das ist eigentlich eine Sache, die Berücksichtigung verdient. Und zwar einfach, dass es eine sehr rote Wochenkerze mal war und im letzten Moment doch immer noch eine rote geworden ist, aber zumindest eine wesentlich weniger rote. Also das heißt auch so ein bisschen nochmal ein kleiner, ja, kleines Ehrentor zum Schluss, wenn man so möchte. Und natürlich, das kann durchaus als bullisch auch gewertet werden. Aber natürlich auch zeigt, dass immer noch eine gewisse Belastung da ist. Der Ausbruch nach oben müsste wirklich erst stattfinden über die 57, 80 drüber, dass man sagen würde, ja, jetzt ist dieser Einsturz wirklich weg und dann kann es vielleicht auch wieder an die Hochs gehen und an die 61 gehen. Aber jetzt jedenfalls würde ich sagen, so grundsätzlich aus Sicht der Wochenkerze würde ich die jetzt auch gar nicht groß berücksichtigen, weil es ist keine dieser Wochenkerzen, wo man vielleicht jetzt von einem Korrekturmontag ausgehen müsste oder sowas. Also wenn ich irgendwas tue, dann eher im Tageschart oder im H4-Chart, aber ich bleibe jetzt mal beim Tageschart und im H4-Chart hätte man ja schon rein können, aber ich denke gerade, wenn sowas Freitagabends passiert, ist oft am Montag dann auch nochmal die Chance da, dass man hier nochmal Einstiege im Bereich von 56 oder also 156, 60 findet. Aus diesem selbigen Grund ein bisschen aufpassen natürlich jetzt auch mit dem Euro-Yen, weil wir sehen sofort, während das ja im US-Dollar-Japanisch-Yen ganz schön aussieht, sieht es im Euro-Yen nicht so schön aus und oder auch schön aus eigentlich, jetzt was den Widerstand hier betrifft.
Hat auch ganz gut gehalten, aber der Ausbruch hat halt nicht stattgefunden. Aber das verwundert ja auch nicht, wenn der Euro so schwach ist. Haben wir ja gerade gesehen, auch im Euro-GBP, dass der Euro sehr schwach ist. Also, dass der jetzt nicht drüber bricht, ist verständlich. Ist eh klar, dass wir, wenn wir das handeln, dass dann jetzt aus aktueller Sicht lieber im USD handeln, weil der USD halt stärker ist. Wenn wir auf den britischen Pfund schauen, da ist natürlich auch ein bisschen natürlich das britische Pfund ebenfalls stärker gewesen als der Euro, aber schwächer als der Dollar. Das sieht man hier ganz deutlich. Nochmal mal auf den britischen Pfund, ja, USD schauen und beim britisch Pfund, japanisch Yen, ähnliche Geschichte, wobei hier das, die Charttechnik nicht so schön leserlich ist, wie ich finde, wie bei dem Dollar-Yen oder auch beim Euro-Yen das Ganze der Fall ist. Allerdings war britisch Pfund, japanisch Yen ja in der Trendphase für den Triple-EMA dafür wieder mein Highlight. Also das ist eher so jetzt gewesen. Also britisch Pfund, Yen war für mich im Triple-EMA das Highlight, wo ich so ein bisschen was rausziehen konnte, wenn es da wieder zu diesen weniger trendmäßigen, sondern eher so diesen Setup Support and Resistance Trades kommt, also wie sowas wie hier, dann ist wieder eher der Dollar-Yen oder der Euro-Yen das Zuverlässigere, weswegen ich aktuell natürlich eher wieder auf den Dollar-Yen schaue. Ja, US-Dollar-Cut, bei der Gelegenheit auch noch, weil Ilya da schon geschrieben hat, US-Dollar-Cut gibt es auch einen Ausbruch nach oben. Da ist die Dollarstärke auch durchgekommen. Cut-Schwäche war auch definitiv ein bisschen da. Das kann man auch hier sehen, zum Beispiel, dass selbst der Euro-Cut am Ende noch sogar ein bisschen hochgekommen ist. Also da ist tatsächlich eine gewisse Cut-Schwäche auch da gewesen. Und da vielleicht nochmal kurz zum Öl rübergeschaut. Das hat Ilya auch gefragt. Öl war ja, hat ja auch definitiv keine gute Woche gehabt. Aber am Freitag hat er sich eher mit der zweiten Wochenhälfte so ein bisschen eingependelt. Also das geht wirklich auf die Arbeitsmarktdaten zurück, diese bewegen. Aber jetzt nochmal hier zum US-Dollar-Cut. Der Ausbruch im H4 am Ende noch geklappt. Also wir hatten noch die Tage davor mal getestet, diesen Bereich ungefähr bei 37,40. Wir sind dann zurückgefahren, haben diesen Support hier unten sehr schön bestätigt, wie ich finde, und sind wie eine Rakete dann gestiegen wieder und hatten dann uns wieder mit diesem Widerstand auseinandergesetzt. Und als dann der H4-Close kam, haben wir auch gesagt, da ist vielleicht eine Möglichkeit, dann long zu gehen. H4-Close kam und man konnte dann auch long gehen und hat dann auch jetzt erstmal nur 20 Pips mit der letzten H4-Kerze in der Woche einsacken können. Ist aber auch so, dass natürlich auch aus Tageschart, jetzt sind wir wieder beim Gleichen, aus Tageschart ebenfalls ein Setup entstanden ist, weswegen ich hier nicht am Freitag in einen H4-Trade mich rein geilt habe. Also ich habe am Freitag eigentlich für mich dann so das Fazit gezogen nach der NFP. Naja, die Charts, die ich sehe, die mir gefallen würden, wie jetzt zum Beispiel Ausbrüche im Euro-Cut, Ausbrüche im US-Dollar-Yen, Ausbrüche im Euro-USD nach unten sogar. Das sind alles Setups, die könnten heute interessant werden. Die waren auch interessant, die haben auch sogar zu ein bisschen Gewinn geführt dann. Aber alle Setups, die ich nächste Woche noch um einiges sicherer handeln kann. Einfach, weil ich sie dann auf Tagesbasis machen kann, weil ich dann auch so ein bisschen eventuell sogar auch Korrekturbewegungen am Montag berücksichtigen kann und weil es zum Teil auch im Tageschart schönere Setups gibt. Und das sehe ich jetzt hier gerade, wenn man jetzt den US-Dollar-Cut nochmal anschaut. Bei aller Ehre, also es ist wirklich ein schönes Ausbruch-Setup im H4. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes ist. Er hat viele Qualitätsmerkmale. Erstmal, dass auch das nochmal so schön getestet worden ist hier, dass die Oberkante eigentlich deutlich ersichtlich ist, dass hier unten eben dieser kleinere Support schön getestet worden ist, das ist auch sehr schön ersichtlich. Es gibt auch eine Unterkante und jetzt ist der Ausbruch und die Bollinger Bands sind offen. Also keine Frage, alles in Ordnung, alles gut soweit. Aber ich finde halt, das D1-Setup ist auch schön, weil das D1-Setup hier zeigt uns sogar nochmal, wir müssen immer das, was kann ich sehen, ohne jetzt viel zoomen zu müssen. Hier sehe ich halt zum Beispiel auch die letzten Hochs schon wesentlich besser. Da übrigens das oberste, das ist ja wiederum die Oberkante hier von der großen Range, was auf jeden Fall ein Kursziel sein sollte bei einem Ausbruchstrade. Und hier sehe ich aber auch diesen schönen Schub nach oben. Das erste Mal, dass wirklich auch eine Tageskerze mal durchgezogen hat und oben geblieben ist seit langem. Und auch das frische Öffnen der Bollinger Bands und somit auch hier das klassische Retest-Modell zu nehmen. Also Anfang nächster Woche nochmal schauen, dass er nochmal zurückkommt auf diesen Bereich von 37, 47 wäre hier eine Option. Stoppen, dann auch ein bisschen in die Range rein in der Regel. Das werden auch so um die 50 Pips sein. Bisschen aufpassen und Zähne zusammenbeißen, wenn er zu den 37, 85 kommt. Wenn er es erreicht oder überspringt, könnte man vielleicht sogar die Stopp schon nachziehen. Aber das erste Kursziel ist für mich dann die 38, 40, was dann wieder 100 Pips, also ungefähr das Doppelte von Stop-Loss entfernt ist, wo ich auch wieder absichern kann. Und für den Fall, für den fast unwahrscheinlichen Fall, aber doch für die Möglichkeit, er käme über diesen Widerstand drüber, fährt auch vielleicht, bricht auch über Richtung 1,40 aus, hätte ich dann auch wieder hier, wie vorhin gesagt, vorausschauend gedacht und hätte dann immer noch einen zweiten Trade, den ich offen hätte mit halber Position, mit Stopp nachgezogen, nichts mehr passieren kann. Und wenn der Ausbruch wirklich kommt und es vielleicht auch schwierig ist, Einstiege zu finden, hätte ich dann schon was. Aber selbst wenn es nicht so weit läuft, sondern nur einfach bis zu diesem tatsächlichen Hoch hier oben bei 39,70 läuft, wenn das nur mein zweites Kursziel sein sollte und ich gar nicht weiter denke, das wäre sogar mit 220 Pips sogar schon mehr als viermal so weit weg. Weswegen wir hier aus Long-Sicht eigentlich eine schöne Möglichkeit haben, ein schönes Setup haben. Ein Setup, was natürlich nicht zwingend gut gehen muss, aber zumindest, wo ich weiß genau, wo ich einsteige, ich weiß, wo ich stoppe, ich habe ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis
Und es ist rein von der Rentabilität eine möglicherweise ganz gute Handelsentscheidung. Wo ich jetzt erstmal nichts tun muss, ist beim Euro-CHF oder vielleicht, naja, nichts tun muss, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Wo ich nichts tun muss im Euro-CHF ist, was diesen Aufwärtstrend betrifft, der entstehen hätte können, weil wir waren jetzt langsam, aber doch sicher herangelaufen an diesen Widerstandsbereich bei ca. 99,50 oder auch die Parität rum und auch mit dieser Trendlinie, die hier kommt und alles Mögliche, ich glaube, ja, Wochenchart in erster Linie. Und letzten beiden Wochen sind wir deutlich wieder abgestürzt. Hat letzte Woche schon begonnen und hat sich in dieser Woche fortgesetzt. Und wir sind jetzt wieder auf diesen letzten Support zurückgekehrt. Das ist der Bereich um die 96,80 herum. Dieser Bereich hier 96,80. Und das war auch so eine schöne, sehr zuverlässige horizontale Ebene. Das hat auch schon hier vor einigen Monaten oder eigentlich über ein Jahr begonnen. März 2023, als wir hier waren und hier waren und hier dann zweimal die Hochs geholt haben und auch zuletzt, als wir diesen Schub nach unten hatten, hat er doch hier gedreht und hier nur ein Doch drunter gelassen, also das auch irgendwie auch wieder berücksichtigt, dann ein neues Hoch und jetzt wieder zurück auf das und das würde natürlich jetzt heißen, bei einem Daily Close unterhalb von diesem Bereich wäre ein Short-Signal da. Andererseits, wenn es nochmal zu einer Attacke nach oben kommen sollte, dann natürlich müssten wir irgendwo von hier jetzt langsam starten, weil hier wirklich so der letzte wichtige Support ist, jetzt mal so im mittelfristigen Sinne gedacht. Und wenn ihr allerdings jetzt unter diesem Bereich kommt, Daily Close, auch hier Bollinger Bands wären dann offen, könnte man auch zum Beispiel shorten, sogar dann den Stopp über den 50er D1 setzen, der bietet sich gerade an. Das sind circa 100 Pips. Dann würde ich als Kursziel tatsächlich diesen Docht, also diese Nadel nach unten berücksichtigen, weil irgendwie ist da was. Und das wäre auch circa 1:1. Das heißt, ich könnte da mit 1:1 hätte ich ein erstes recht sicheres Kursziel, also ein recht realistisches Kursziel zumindest. Und insgesamt so vom CFV gedacht, wenn ich dann noch so dieses Tief hier noch aus dem Jahr 2022 hernehme und dann das bisherige Tief, viel tiefer will ich ja gar nicht denken, weil ich muss erstmal auch schauen, was die Schweizerische Nationalbank dazu sagt. Aber trotzdem, da hätte ich dann zumindest 1:1 recht schnell. Ich mache die Linie mal hoch. Was auch wichtig ist bei so einem Trade, dass man da zumindest das Risiko recht schnell mit einem einigermaßen realistischen Ziel rauskriegt und dann habe ich hier schon 2,5:1 und hier unten hätte ich dann sogar 4:1 und dann würde sich hier ebenfalls ein recht rentabler Trade ausgehen. So, und was fällt euch jetzt auf? Jetzt sind wir so ungefähr bei der ersten Hälfte durch und jetzt, was fällt euch auf bis jetzt? Vielleicht im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben, so die letzte Zeit war ja oft so, dass wir Forex sehr boykottiert haben, sehr wenig analysiert haben und mit dem Grund immer gesagt, so, es ist einfach in den Indizes interessanter, es ist in den Rohstoffen interessanter, wir hatten ja auch interessante Moves im Gold beispielsweise, es ist im Öl teilweise auch mal interessant gewesen, in Kryptos natürlich und da war Forex natürlich oft nicht so interessant, weswegen ich dann bewusst auch sage, so, ja, ich trade gerne Forex, aber wenn es gerade nicht viel gibt, dann trade ich halt was anderes, ich muss es ja nicht traden und jetzt habe ich so das Gefühl ein bisschen wieder, jetzt wird Forex wieder interessanter, wir finden wieder ein paar schönere, auch mittelfristigere Setups zum Teil, die man auch sehr vernünftig durchführen kann. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt nächste Woche wieder so ein bisschen mehr Forex getradet wird bei mir. Das wird auch Spaß machen. Ich freue mich auch richtig drauf und bin da auch gespannt dann auf viele Trades. Und vielleicht brauchen wir es auch, weil wir natürlich jetzt schauen müssen in den anderen Kategorien, welche Trading-Möglichkeiten haben wir dort eigentlich. Und da haben wir jetzt immer noch diese etwas schwierige Situation bei den Indizes. Also erstmal, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, wir haben ein neues Allzeithoch. Das keine Frage. Wir haben Allzeithoch, wir haben Close drüber gemacht, wir haben eine schöne grüne Kerze. Also alles wirklich gut. Für mich war es ein bisschen unglücklich leider mit dem Punkten ausgestoppt werden hier und so weiter. Aber alles in allem passt das. Wir haben hier eigentlich, sieht sehr bullisch aus. Wenn wir jetzt auf dem S&P schauen, da sieht es eigentlich auch sehr bullisch aus, weil auch hier haben wir ein neues Allzeithoch, aber wenn wir nicht ganz knapp drüber schließen konnten über dem alten, aber trotzdem, es sieht auch eigentlich sehr gut aus. Also da hat man irgendwie so das Gefühl, es ist ein Trend noch da, auch wenn der vielleicht jetzt ein bisschen noch an Dynamik eben ihm fehlt, aber er ist irgendwie da. Und der Grund, warum er an Dynamik fehlt, ist halt doch der Dow Jones, der letzte Woche hier definitiv alles andere als ein neues Allzeithoch gemacht hat. Also nach wie vor wirklich Schwierigkeiten hat bei dem 40.000 Tausender Bereich und auch da, wenn wir jetzt nochmal wieder vergleichen, schaut euch mal die Wochenkerze an im Dow Jones, schaut euch die Wochenkerze an im Nasdaq, schaut euch die Wochenkerze an im S&P 500, also dass wir solche grafischen Unterschiede haben, das ist auch nicht immer und alle Tage und in letzter Zeit hat sich das aber ein bisschen entkoppelt, das ist jetzt nichts Neues, trotzdem, wir sollten aufpassen, weil einfach dieses 40.000er Ding natürlich da oben, dieser Widerstand, der vor uns ist, immer noch so ein bisschen, so eine kleine Bleikugel am
Knöchel der anderen Indizes ist. Und deswegen muss man da immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte den Longtrends hier schon folgen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich werde mich jetzt nicht so extrem hier mit vollem Risiko reinknien, solange der Dow Jones nicht wirklich auch ein Signal hat. Weil ich mag es einfach, wenn alle so ein bisschen in dieselbe Richtung laufen. Aber wo könnte ich jetzt traden? Also natürlich, der Nasdaq ist der stärkste, wenn dann dort. Der Ausbruch hier natürlich auch auf Wochenbasis stattgefunden. Auch da könnte man nächste Woche vielleicht auch einfach am Montag den Rücksetzer auf den Weekly Pivot Point traden. Das wäre eine Option. Andere Option wäre natürlich nochmal auf diesen alten gebrochenen Widerstandsbereich anzuschauen, also den Bereich so bei circa 18.900. Da sind wir ja erst am Mittwoch drüber, Donnerstag stehen geblieben, Freitag waren wir höher, haben wir erst so, sind erstmal so in der Mitte stehen geblieben, aber es gab schon einen Retest und dieser Retest, ich denke, der wird nochmal kommen, eventuell, dass man eher sich die Einstiege dann hier sucht. Wenn man es längerfristig ein bisschen ansetzt, könnte man diesmal doch den 50er Daily nehmen, der ja doch beim letzten Mal auch gehalten hat. Ist zwar natürlich jetzt ein bisschen ein weiterer Stopp, den man bräuchte, aber man könnte ja auch auf weitere Kursziele gehen, weil wir haben ja nach wie vor immer noch diese Projektionen, die wir gesetzt haben von diesem letzten Schub nach unten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier wirklich so weit gehe auf 19.925 beispielsweise, dann bin ich hier immer noch bei circa 1.000 Punkten. Also ich kriege zumindest ein bisschen ein CAV hin, auch wenn natürlich so ein weiter Stopp hier unten nicht das Ideale ist. Weswegen hier auch eine andere Option wäre, einfach diese Horizontale zu nehmen für einen Stopp. Also das sieht man nochmal, als dieser Einsturz nach unten war, das war so dieses Bodenbildungsniveau. Und wenn ich jetzt diesen Bereich hier beispielsweise nehme, nochmal so bei 900 herum und wenigstens unter diesem Bereich von 700 stoppe, wäre ich bei circa 250 Punkten, was wohl für diesen Ausbruch aus kurz- und mittelfristiger Sicht auch noch genügt. Und wenn ich dann so an die knapp 20.000 rangehe als Kursziel beispielsweise, sind es damit 1.000 eben schon dann ungefähr viermal so weit. Und da kann ich bei der Hälfte dazwischen irgendwo bei 19.250 auch nochmal eine Teilschließung machen und habe dann immer noch unterm Strich einen vernünftigen Trade. Und dann ist es halt der eine und wenn der eine gut geht, ist schön und wenn der eine nicht gut geht, weil uns der Dow Jones doch zu sehr in die Suppe spuckt, dann war es halt nur ein Trade, der verloren worden ist und nicht mehrere Versuche. Also bleibe ich da lieber auch im Tageschart jetzt erstmal und möchte einfach diesen Test hier so handeln mit diesen Tageschart-Ebenen, weil das stellt auch sicher, dass natürlich jetzt nicht zu viele Trades gemacht werden und wenn es doch gut geht, sind wir voll dabei und dann ist auch alles gut und dann werden sich sicher auch im kurzfristigeren Timeframe wieder ähnliche Chancen ergeben im Dow Jones, im S&P und sicher auch nochmal zusätzlich im Nasdaq. Gehen wir als nächstes zu den Rohstoffen. Bei Gold und Silber gibt es auch ein paar Bewegungen. Silber hat den Schub wieder nach unten gemacht. Also sah bis Freitag ja wunderschön aus. Wirklich wunderschön aus, bis Donnerstag meine ich. Also er hat wirklich das alles wieder zurückgeholt, war oben, dann kam jetzt diese Bewegung und natürlich auch die Edelmetalle wirklich nicht profitieren können. Letzte Woche Gold runter, unterm 50, unter den Support, wo auch ein paar Short-Signale vielleicht jetzt entstehen oder vielleicht auch Signale, dass er tiefer kommen könnte für Longs. Aber was Silber betrifft und meinen Silber-Trade betrifft, das gefiel mir alles noch ganz gut. Und am Freitag, dann war ich mit dieser Wochenkerze konfrontiert und musste wieder die Entscheidung treffen, soll ich in dem Trade drin bleiben? Oder nicht? Jetzt war er gestern noch im Plus und heute ist er plötzlich im Minus und der Stopp ist trotzdem noch ein gutes Stückchen entfernt. Was tue ich jetzt? Und ich habe natürlich gesagt, aus Tageschartsicht kann ich es eh nicht mehr beurteilen. Aus Wochenschartsicht hätte ich es natürlich wunderschön beurteilt, wenn der noch hier oben gewesen wäre, was ja noch vor der NFP war. Dann würde ich sagen, naja, also da wäre ich gern drin geblieben. Jetzt sieht es natürlich so aus, da kann man auch sagen, wenn das jetzt alles die NFP-Bewegung im weitesten Sinne ist, ist ja oft, geht die NFP-Bewegung ja auch wieder zurück. Deswegen kann das auch immer noch sein, dass es in die andere Richtung geht. Aber vor allem, wenn ich mir jetzt nochmal die Monatskerze anschaue, das muss ich auch berücksichtigen, es ist zwar schon der 9. Juni, aber wir sind ja sehr grün aus diesem Monat raus und auch dieser Monatsklos oberhalb von 30 war für mich ja auch ein Grund, long zu sein, auch wenn ich die Einstiege in erster Linie so eher im Tageswochenchart gemacht habe. Aber das muss ich mit berücksichtigen. Und natürlich, wenn man sich nochmal diesen Monatschart anschaut, 1, 2, 3 vor allem. Und dann ist ja auch verständlich, dass wir danach mal so eine kleine Korrektur machen können. Und dieser große Einsturz, den wir aktuell sehen, ist immer noch ein bisschen, ja, eigentlich eine ganz mäßige Korrektur auf die Bewegung davor. Wir haben hier, wenn ich das nochmal zeigen darf, mein Stopp ist eben hier unten bei circa knapp unter 28. Also wir haben immer noch hier diesen Support, den ich jetzt hier nochmal zeigen möchte. Also diese ganzen Bereiche, so ein letzter Support, 50er Daily wäre auch sogar noch unterhalb des Kurses und hinzu kommt, dass hier das Bollinger Band des Monatschart auch noch reinkommt, was ja auch gerne nochmal getestet wird. Also wenn er jetzt so ausbricht und so weit oberhalb der Bänder schließt, ist es sehr häufig der Fall. Also das muss man einfach mal, es ist so Grundlagen von Bollinger Band einfach. Ist für mich ein ganz wichtiges Tool auch beim Ausbrechen. Wenn er so ausbricht,
und drüber schließt, zu weit drüber schließt, dann rechne ich oft damit, dass er zumindest nochmal das Band testet. Er kann auch komplett reingehen, dann ist er weg, aber jetzt wird sich zumindest hier entscheiden. Und da sind wir auch noch ein Stückchen davon entfernt. Und dieses Band kommt jetzt aktuell auch so ein bisschen in diese Zone hinein, wo auch dieser ganze Support-Cluster ist. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, da einfach drin zu bleiben. Weil im Zweifel sowieso, es ist ja so, im Zweifel halte ich mich an den Trade-Plan, das ist eh klar. Und es ist auch, wo als ich den Ausbruch hier bei 30 getradet habe, habe ich ja den Stopp nicht grundlos unter 28, also so bei 27, 70 gesetzt. Weil wenn ich das nicht so tief hätte setzen wollen, hätte ich ihn ja auch auf 29 setzen können. Aber es hat auch einen Grund gehabt, weil ich diesen gesamten Widerstandspanzer, der hier entstanden ist, so die letzten Jahre, den wollte ich halt zwischen meinem Einstieg und dem Stop-Loss haben, dass ich weiß, wenn der Trade schief gehen sollte, dann ist er ordentlich schief gegangen, dann ist es doch trotzdem nur ein Verlust. Aber ich will nicht irgendwie ausgestoppt werden, weil ich zu eng gestoppt habe und dann ging er doch gut und dann muss ich noch dreimal versuchen und noch dreimal Risiko eingehen. Also entspannter Traden ist definitiv auf diese Art und Weise möglich. Bei Gold währenddessen, also wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir einerseits, es ist ein Short-Signal, so im ersten Moment, weil wir haben hier einen gewissen Support gebildet, der 50er Daily ist in diesen Support reingekommen, er ist drunter gebrochen, das Bollinger Band geht auf, wirkt alles schön. Einziges Problem, was ich damit habe, ist, dass wir hier noch einen Support haben, einen visuellen, der knapp vor uns ist. Also den Bruch würde ich zumindest noch abwarten wollen. Das heißt, man könnte auch warten, einfach, dass er unter die 27, unter die 22,77 bricht und dann beispielsweise einfach den Short hier nimmt, den Stopp knapp drüber setzt, so ungefähr 45 Punkte drüber setzt über den 50er und dann einfach die Supports nimmt Richtung, also hat dann circa so bis 21,50 herum hat man circa 130 Punkte Platz. Also da ist ein bisschen Luft noch da, dass man zumindest so ein knappes 3 zu 1 hinbekommt. Also das wäre hier in diesem Fall möglich. Es sieht also aktuell auch nicht bullisch aus im Wochenchart und natürlich auch für längerfristige Longs auch. Es ist sehr hoch. Es ist immer noch sehr hoch. Und er kann natürlich jetzt runterkommen. Er kann jetzt in aller Ruhe hier vielleicht runterfallen Richtung 21,47. Nochmal in den nächsten Monaten irgendwann dann vielleicht im Herbst hier Support finden und dann finde ich hier unten vielleicht auch wieder Long-Einstiege. Also wäre schon attraktiv, vielleicht einen Shorts zu planen, mit dem ein bisschen Geld zu verdienen, um dann in Long investieren zu können. Aber grundsätzlich auch, wenn man zum Beispiel jetzt nicht Short gehen möchte, kann man auch einfach sagen, ja, geht man halt einfach Short. Und wenn es dann auf die 21, wenn es nicht Short gehen will, so rum, wenn man jetzt nicht Short gehen will, dass man sagt, na, man geht dann nicht Short, aber man plant zumindest hier unten Long zu gehen, also kann man sich ja auch davon freuen und auch auf eine gewisse Art und Weise davon profitieren, wenn es fällt, weil man natürlich näher an den Einstieg drankommt, was natürlich dann auch immer eine gute Option sein kann. Ja, und dann will ich jetzt noch zum Öl kommen. Und beim Öl sieht die Sache und die Situation so aus, dass wir da letzte Woche eine sehr rote Woche hatten. Also ist am Ende jetzt doch gefallen und zwar ordentlich und hat sich aber wieder erholt. Aber trotzdem, man hat das Gefühl, dass ein Abwärtstrend natürlich irgendwo im Gange ist und so eine Art von Abwärtsbewegung. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen großen Chart schauen, den ich ja hier immer habe, also es ist jetzt wirklich schwer einzuschätzen. Immer noch, weil wenn ich jetzt Short gehe, wo müsste ich stoppen? Also ich müsste zumindest, wenn ich mir da jetzt ein Setup bauen möchte, ein kurzes, zumindest jetzt diese ganzen Supports hier anerkennen, dass er hier getestet hat, 76,20, dann könnte ich den Stopp über dem 50er wohl nicht, weil der war jetzt nicht mehr so zuverlässig. Also, aber doch, ich müsste ihn fast ein bisschen weiter setzen, dann bin ich wieder bei 400 Cent. Und da muss ich aber damit rechnen, dass ich da unten wieder Schwierigkeiten kriegen könnte, was nur auch knapp 400 weg sind. Aber viel tiefer als 68 könnte ich mir sowieso nicht vorstellen. Das ist gerade mal 2 zu 1. Also, ich kriege da kein CRV-basiertes Setup zusammen. Einzige, was vielleicht klappen könnte, ist noch, aber das ist noch ein bisschen zu früh jetzt, das zu sagen, dass wir eventuell hier so eine Art von Flagge noch bauen können. Also irgendwie sowas. Jetzt bei dieser leichten Erholung, die sich jetzt die letzten Tage entwickelt hat, dass wir da den Ausbruch handeln können. Mit einem knapperen Stopp, mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis. Aber wir haben jetzt heute schon so viele schöne Setups gesehen. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt ausgerechnet das handeln. Da konzentrieren wir uns dann vielleicht lieber auf die anderen. Und da müssen wir auch jetzt bei den Kryptowährungen noch ein bisschen aufpassen jetzt. Also auch der ist immer noch relativ weit oben. Alles sieht gut aus. Keine Frage, keine Sorge. Aber er ist letzte Woche wieder zurückgekommen, ist erneut wieder gescheitert an diesem wichtigen Bereich bei circa 71,55. Auch wenn er sich jetzt am Wochenende wieder recht stabil gehalten hat, aber erneut wurde dieser Widerstandsbereich bestätigt und das bedeutet natürlich jetzt für uns alle, wir müssen warten. Jetzt, dass man längerfristigere Longs drin hat, ist alles klar, ist alles möglich. Wir haben auch gesagt, dass es nochmal vielleicht Möglichkeiten geben könnte, dass wir doch vielleicht jetzt nochmal die 60.000 sehen. Sollten wir hier oben nicht rauskommen, dass er einfach in dieser Range weiter pendelt, also längerfristige Longs eher hier unten gesucht. Und für den Fall, dass es doch nicht hier runterkommt, sondern doch jetzt wie Zauberhand morgen wieder drüber schießt, keine Frage, sobald er über 71.600 geht, dann wäre hier wirklich auch
auch ein interessantes Ausbruchssignal schon da. Natürlich kommt das Allzeithoch dann kurze Zeit später, aber wenn das alles jetzt brechen würde, dann wäre es gut möglich, dass es auch wieder in den kürzeren Timeframes interessante Bewegungen gibt und dann werden wir sicher auch Momentum-basierende Setups auch weiter oben finden. Da müssen wir dann nicht auf die langfristigen haben. Es macht jetzt keinen Sinn, hier oben irgendwo einen langfristigen Trade reinzugehen. Vielleicht hat man ja Glück und der steigt gleich. Aber dann, wenn der jetzt bis hier runterkommt, dann wird der erstmal vielleicht schon längst ausgestoppt sein oder tief in Minus oder man wird sich dann zumindest ärgern, na, ich hätte den günstiger haben können. Da ist es besser, man verzichtet auf das da oben jetzt, sondern lasst ihn einfach ausbrechen und wenn er wenn er runterkommt, kommt er runter, dann freut man sich und wenn er ausbricht, freut man sich auch, weil dann wird man sicher im H4 oder H1 Möglichkeiten finden. Es hat sich allerdings noch ein Einstieg für mich aufgetan letzte Woche, ein ganz spezieller und zwar beim Ethereum. Ich habe da auch die ganze Woche gewartet, dass er nochmal diese 3680 holt. Das sah ja gerade als Bitcoin noch so gut unterwegs war, oft gar nicht danach aus. Da hat man oft gedacht, oh, das sieht eher danach aus, als würde das jetzt gleich kippen, also gleich nach oben schießen und gar nicht, dass es jetzt kippt. Und erst als Bitcoin ein bisschen runter ist, letzte Woche hat es jetzt doch Ethereum nochmal geschafft, diesen Support zu holen. Also ich bin da jetzt nochmal rein. Jetzt, wenn wir sehen, wie sich die ersten Wochen, Stunden der neuen Woche entwickeln, dann werde ich da wohl auch drin bleiben. Aber ansonsten kann auch sein, dass ich doch den Rückzieher mache, je nachdem, wie er morgen früh ausschaut. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werde ich euch dann allerdings bei Wall Street Heartbeat dann noch genauer verraten, wenn wir dann soweit sind. So, heißt also zusammenfassend gesagt, wenn wir das jetzt alles so ein bisschen aufrollen, wo haben wir die interessanten Moves nächste Woche? Ganz klar, die haben wir bei Forex. Definitiv. Wir haben sehr viele interessante Setups gefunden und wir werden die auch updaten. Und jetzt kann ich euch noch eine kleine Mitteilung machen, nämlich ich habe gerade gesehen, ihr seid jetzt Exklusivgäste hier geworden heute Abend, weil die Aufzeichnung hat nicht funktioniert. Ja, das seht ihr, es ist immer gut, wenn man live dabei ist. Deswegen, ich glaube, ich tatsächlich das jetzt so machen werde, anstatt dann morgen die Aufzeichnung hochzuladen, die ich nicht habe, werde ich dann von morgen einfach doch einen Wall Street Heartbeat machen. Aber das Schöne daran ist jetzt, dann können wir auch auf diese Setups nochmal genauer eingehen. Gerade wenn wir dann die Retests sehen, wenn wir dann die Weekly Pivot Points ein bisschen besser fühlen können, dann können wir vielleicht auch noch diese Setups, die wir heute Abend hier besprochen haben, dann morgen Nachmittag nochmal in einem kurzen Video updaten. Und ich glaube, das ist die ideale Ergänzung nochmal für das Webinar für euch alle. Wir sehen uns oder hören uns das nächste Mal hier auch wieder zu Trading am Sonntag am 16. Juni um 19 Uhr. Bitte auch nicht vergessen, dass wir am Mittwochabend noch unsere letzte Ausgabe vom Trading Crash Course haben. Das bitte auch unbedingt berücksichtigen. Das ist die letzte Ausgabe von der zweiten Staffel. Das ist wieder unsere Fragestunde. Also ihr könnt alle möglichen Fragen stellen. Gerne auch einfach auf meine Webseite deutschevitatrading.de gehen, das Kontaktformular benutzen oder wenn ihr meine E-Mail-Adresse kennt, einfach so schreiben oder sonst irgendwelche Brief könnt ihr mir schreiben, aber egal welche Daten ihr habt, schreibt mir einfach, wenn ihr Fragen habt zum Thema Trading-Psychologie, wo ihr gerne einfach eine Antwort in dem Webinar hättet. Ihr könnt auch während des Webinars natürlich die Fragen auch noch stellen, das ist eh klar, aber natürlich, wenn die Fragen vorher kommen, ist immer besser, weil während des Webinars werden wir sehen, wie wir sie dann von der Zeit her beantworten können. Das würde mich sehr freuen.